Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind jetzt heute hier auf dem Weg Richtung Essen mit dem Fahrrad, denn heute ist eine der Etappen in Essen der Deutschlandtour. Und ja, wir treffen uns jetzt hier gleich mit dem Dirk, auf den warten wir gerade. Und dann schwingen wir uns auf die Räder und dann geht's ab nach Essen. Viel Spaß mit dem Video! Auf geht's. Viel Spaß. Yeah, 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 yeah! Hi Dirk, grüß dich. Wie geht's dir? Immer gut. Alles gut? Ja. Ja, warte. Wir wollten uns kurz begrüßen. Ja, grüßt euch. Jetzt. Beglücken. Jetzt. So, wir fahren jetzt los. Kindergarten.
sind schon zu meinem Essen angekommen. Es ist jetzt ein entspannter Ride, den wir hier haben. Ist entspannt oder ist entspannt, hör mal? Ja, reden wieder nicht mit mir, aber okay. So sind sie halt. Ich habe sie im Gespräch gestört. Entschuldigung. Also ihr merkt, ich fahre gerade alleine. Das ist auch den ganzen Tag schon so. Ich melde mich gleich bei dir. Ja? Bergauf. Bergauf kommen sie nicht hinterher. Und ansonsten wollen sie mich nicht dabei haben. Aber wir kennen das ja. Ist ja nichts Neues. Fahren wir mal weiter, ne? Vielleicht irgendwann mal ankommen. Also ich komme ja an. Wo die beiden hinfahren, weiß ich nicht. Bis später. Sie müssen außen rumfahren, da können Sie nicht, da wird die Schleife gelegt. Ah, okay. Ja? Ja. Die Schleife wird gelegt. Dann drehen wir. Dann drehen wir. Dann muss man nur hier durch. Push. Warte mal. Lass mal da durch. Sale angekommen. Ja, mach nochmal. Was du gerade gemacht hast. Nee, das hast du gerade nicht gemacht. Ja, so in die Richtung war das gerade. Ah, oh, die sind ja noch gar nicht im Start, die sind dauernd. Wie echte Fahrer. Ja. Wie echte Fahrer. In der ersten Runde will man die Anja überholen. Sobald wir einmal über das Ziel gefahren sind, die Runde hat 1,7 Kilometer, ab da kann jeder frei fahren, so lange bis 50 Minuten rum sind. Dann werden alle hier rausgeleitet. Also erst in der Anja bleiben, nach der ersten Runde wird jeder frei. Es gibt keine Regeln. Es ist wie ein Zirkus Maximus. Einfach durch. Auf die anderen achten. Also lieber nach links oder rechts schauen, bevor man ihn überholt, dass da nichts passiert. Im Idealfall haben alle schon die Verzichtserklärung unterschrieben. Wer noch nicht gemacht hat, jetzt wird es noch schnell machen. Und ansonsten auf eigene Gefahr fahren, dass wir nicht haften. Und das war's von mir und ganz viel Spaß. Gib noch ein Safety-Car. Ich war die erste Runde hinterher. Wenn irgendwas ist, einfach Safety-Car, zu mir kommen. Einfach hinten ins, auf die Rückbank legen. Und das ist Versorgungsfahrzeug.
letzter Ride-Tour steht kurz vor dem Start. Das heißt, damit ist auch die Etappenankunft in Essen heute offiziell eröffnet. Wir sind jetzt langsam mal ein bisschen runtergekommen. Der Dirk und die Carina auch. Der Dirk und ich sind relativ gleich ins Ziel. Carina, wie immer, war schon da. Also Carina war schon Pommes Currywurst essen, als wir dann ankamen. Als wir ankamen, wurde die Strecke gerade gesperrt und sie war schon 10 Minuten hier und hat gesagt, wäre schon gesperrt worden. Ja. Was gar keinen Sinn macht, weil wir ja 10 Minuten davor auch schon auf die Runde angefangen haben. Also das ist ja logisch wieder, ne? Denn die Sache ist ja die, zwecks wegen ihm, die Kontraminüse des Pipi-Motivs ist die Sakralität. Genau die. Da sind wir den Berg hoch vorhin. Was? Und dann den Berg runter. Ihr habt ja eine Aufnahme gesehen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich weiß nicht genau, 7, 8 Runden, ich blende das mal ein, ich weiß nicht, wie viel wir genau geschafft haben. Sind natürlich von einigen Fahrern, Rennradfahrern natürlich überrundet worden, das war aber zu erwarten, aber haben auch einige überrundet. Und ja, wie gesagt, jetzt machen wir mal so ein bisschen runterkommen, werden gleich noch eine Kleinigkeit essen. Und ja, dann dauert es auch noch ein paar Stündchen, bis dann wirklich die Profis hier ankommen. Aber wir werden den Tag schon umkriegen. Bis gleich. Ich verschwinde wie immer aus dem Bild und dann geht's mit der Kindertour auf Movic Minitour mit der Bikeparade hier direkt los. Sind 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Start für die Kindertour. Neben Männer und neben Frauen und genießen
So, zu einer guten Kaffeefahrt gehört natürlich auch ein leckerer Kaffee. Den haben wir jetzt hier uns gerade mal eben geholt. Und ja, noch näher mit der Kamera ans Gesicht. Jetzt geht's zurück, weil an der kompletten Veranstaltung gibt's keinen Kaffee. Ja. Eure Medaille, zeigt euer schönstes Lächeln und noch einen dicken Applaus. Marina, zeigt euer schönstes Lächeln. Oh, echt? Das ist alles? Auch Rang 133 Paris beendet. Ja, Zeit, Mannschaftssport. Dirk, die Analyse des Tages, wie war es bis jetzt? Sonnig, warm, heiß. Bei dir, wie war es bis jetzt? Mega. Wie fühlst du dich, dass du uns nach vorhin wieder hast stehen lassen? Bei der nicht offiziellen Rennrad-Tour? Der hat schon verloren. Ja, fühlt sich wieder gut? Muss man auch neidlos anerkennen, Dirk, da hat sie uns vorhin wieder stehen lassen. Wir können jetzt hier ein bisschen Fernsehen gucken, weil also 35,1 rechnen wir so in einer halben Stunde ungefähr mit denen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, das ist jetzt die Rückfahrt. Wir sind jetzt durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Mal gucken, was auf der Rückfahrt noch passiert, aber wir fahren jetzt los. Hier ist gerade alles, wird alles dicht gemacht und ich mache noch ein paar Insta-Aufnahmen. Würde ich sagen. Würde Dirk auch sagen. Dann machen wir das. Nicht viel mit Rückfahrt zeigen, denn ich hatte, wie ihr gerade gesehen habt,
erneut einen Platten. Und ja, das hat Ewigkeiten gedauert, weil am Ersatzschlauch dann die Ventilkappe abgebrochen ist und wir mussten erstmal alles wieder umdisponieren und wir wollten erst flicken. Flicken hat nicht funktioniert, deswegen haben wir das direkt dann zum Schlauchwechsel entschieden. Ja, und jetzt haben wir noch gut 25 Kilometer vor uns und es wird langsam dunkel. Und bevor es dunkel ist, mache ich eine Abonnoperation. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ja, die beiden sind übrigens genauso genervt wie ich, denn es war ein sehr schöner Tag und es musste wieder mit so einem scheiß Loch im Schlauch enden. Naja, gehört dazu. Mein Hinterrad eiert bis zum Geht nicht mehr, warum auch immer wieder, keine Ahnung. Und ja, es geht weiter. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, bis dann, ciao.